Herr Reul. Vielen Dank, Herr Präsident. Gestern hat das Oberlandesgericht Dresden nach 97 Verhandlungstagen im Verfahren gegen die Mitglieder der linksextremen sogenannten Hammerbande geurteilt. Die Angeklagten wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Hauptangeklagte, die auch öffentlich namentlich bekannt ist als Lina Engel, muss für 5 Jahre und 3 Monate in Haft. Gegenstand der Verurteilung sind unter anderem die Beteiligung an der Bildung einer kriminellen Vereinigung und schwere, teils schwerste Gewalttaten. Die Angeklagten teilten laut Bundesanwaltschaft zufolge eine militante linksextremistische Ideologie. Auf das Konto der linksextremen kriminellen Vereinigung gehen zahlreiche Überfälle und schwere Gewalttaten auf tatsächliche und vermeintliche Anhänger der rechten Szene. Im Gerichtssaal kam es zu Tumulten. Die linksextreme Unterstützerszene ruft deutschlandweit zu militanten Aktionen auf, für den auf das Urteil folgenden Tag X. Das ist also der Samstag nach dem Urteil, der 3. Juni. Die Polizei stellt sich auf linksextreme Krawalle und Anschläge ein. Wir hören jetzt aktuell, dass in der letzten Nacht es bereits einen Brandanschlag in der Turmstraße in Halle gab. Schaden mindestens 130.000 Euro. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt die Landesregierung die Gefährdungssituation in Sachsen-Anhalt? Ja, voll sicher. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, es ist ja beschrieben worden, wie der Ausgangssachverhalt ist. Es gab gestern die Urteilsverkündung. Das Verfahren ist ja vor dem OLG in Dresden, demzufolge auch in Sachsen geführt worden. Und es ist auch ausgeführt worden, dass schon im Vorfeld der Urteilsverkündung auf sozusagen den Tag X hingewiesen worden ist in der linksextremistischen, linksmilitanten Szene und dass dieser Tag X am Samstag nach der Urteilsverkündung angekündigt war. Gleichwohl sind wir davon ausgegangen, dass auch unmittelbar im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung mögliche Aktionen, Demonstrationen, aber auch vielleicht Sachbeschädigungen erfolgen. Darauf haben wir uns polizeilich bundesweit eingestellt, aber auch natürlich wir hier in Sachsen-Anhalt. Ob die beiden angezündeten Fahrzeuge gestern in Halle damit in Zusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ja, Nachfrage bitte, Herr Rund. Ja, Nachfrage. Die Verbindungen der linksextremen Vereinigung, der sogenannten Hammerbande, sind weitreichend und gehen weit über Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen hinaus. In Ungarn hat eine Einsatzgruppe der linksextremen Vereinigung in einem Sondereinsatz 8 rechte Reisende als freiwillig attackiert. Die identifizierten Mitglieder der Vereinigung sind als linksextreme Aktivisten Polizei bekannt. Teile sind untergetaucht, im Übrigen auch der Lebensgefährte von Lina E. Bei den Ermittlungen wurden durch die Täter angelegte Waffendepots aufgefunden. Der Halter eines Täterfahrzeugs ist Beschäftigter einer staatlich mit Fördergeldern finanzierten Beratungsstelle über rechte Strukturen. Eine Spur der weiteren Ermittlungen führt nach Nordsyrien zu einem Mann, der bereits als linksextremer Straftäter registriert ist. Der Beschuldigte soll sich in den vergangenen Jahren in Nordsyrien zeitweise einer ausländischen Terrororganisation, mutmaßlich einer PKK-nahen Gruppe, angeschlossen haben. Diesen Verdacht erhärten abgehörte Gespräche des Mannes. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Thüringen stießen Polizisten zudem auf ein mutmaßliches Shooterbuch, Notizen von Einsätzen, die auf eine Tätigkeit als Scharfschütze in Syrien hindeuten. Ermittler der Generalbundesanwaltschaft glauben, dem Mann Kontakte zu führenden Mitgliedern der Gruppe um Lina Engel nachweisen zu können. Meine Frage ist, welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Verbindung von Personen aus dem Umfeld der linksextremen Vereinigung zu in- und ausländischen terroristischen Vereinigungen vor und sieht die Landesregierung Menschen in Sachsen-Anhalt gefährdet? Wir sind hier das Plenum des Landtages und nicht das parlamentarische Kontrollgremium. Deswegen muss ich sozusagen, kann ich nur wenige Ausführungen zu dem machen, was Sie gesagt haben. Ich kann nur sagen, wir nehmen das Netzwerk, was sich dort gebildet hat, was eindeutig aktiv ist, nehmen wir sehr ernst. Und insofern gibt es eben diverse Erkenntnisse, über die wir dann auch im parlamentarischen Kontrollgremium entweder schon berichtet haben oder auch weiter berichten werden. Und dass wir es ernst nehmen, sehen Sie auch daran, dass wir uns intensiv polizeilich vorbereiten und natürlich auch nicht erst seit gestern eben auch entsprechende Schutzmaßnahmen und Schutzvorkehrungen getroffen haben.
Okay, noch eine konkrete Nachfrage. Die Täter der Hammerbande sind mit äußerster Brutalität vorgegangen. Ihre Opfer wurden unter Missbrauch polizeilicher Ausrüstung in ihren Wohnungen überfallen, gefesselt, mit chemischen Kampfstoffen attackiert und ihre Fuß- und Handgelenke sowie Knie mit gezielten Hammerschlägen verletzt. Den Überfällen ging das Ausspähen der privaten Daten voraus, und zwar durch die ausweislich des Webauftritts Beschäftigte des Magdeburger Uniklinikums Ines Fritz, bei der es sich um eine öffentlich mit Namen publizierende Linksextreme handelt. Zu den konkreten Ausgeforschten gehören Mitglieder des Landtages. So wurde der Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion, Herr Kirchner, mit seinen persönlichen Wohndaten ausgeforscht. Kommunalpolitiker der AfD wurden ausgespäht. Selbst private Wohnanschriften von Mitarbeitern der AfD-Landtagsfraktion wurden ausgeforscht. Lina Engel wurde während ihres Studiums an der Universität in Halle, die sich in Sachsen-Anhalt befindet, radikalisiert. Ich hatte dazu auch schon Fragen gestellt. Im sachsen-anhaltischen Roßlau wurde im Jahr 2019 der rechte Bauunternehmer Alexander W. durch die Mitglieder der Bande gezielt überfallen und mit Hammerschlägen auf Kopf und Glieder lebensgefährlich verletzt. Diese sachsen-anhaltischen Fälle waren noch nicht in die Anklage des OLG Dresden einbezogen. Meine Frage an die Landesregierung: Welchen Stand haben die Ermittlungen und wann ist mit einer Anklageerhebung zu rechnen? Vielen Dank. Es ist immer so, dass zu laufenden Ermittlungen nicht berichtet und Stellung genommen wird, weil wenn, dann sind es ja laufende Ermittlungen. Ob in dem Zusammenhang Ermittlungen laufen, kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht mal im Detail sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir die Vorfälle und auch das Netzwerk, was dort ist, sehr, sehr ernst nehmen. Eben auch die potenziellen Gefährdungen, die davon ausgehen, sehr, sehr ernst nehmen. Und zu dem Themenkomplex Uniklinik und Daten haben wir uns sehr intensiv sowohl im Plenum wie auch im Innenausschuss mit beschäftigt. Und die Uniklinik hat ja auch mittlerweile den Zugang sozusagen zu den Daten im Krankenhaus und damit eben auch zu Patientendaten und das mögliche Ausforschen von Adressen umgestellt, sodass eben die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen dort auch getroffen wurden. Ja, danke, Frau Zischer.